Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem Patchnote-Video. Am Montag wurde der Patch 1.09 für alle Plattformen released. Dieser Patch ist für den PC 645 MB groß und an 15 Sachen wurden gearbeitet. Fangen wir mit dem Allerwichtigsten an, Crossplay kommt. Und zwar noch diese Woche. Wie auch in den letzten Patchnote-Videos habe ich die Updates kategorisiert. Los geht's mit dem Abschnitt Karriere und Strecken. Die KI-Logik, die beim Frankreich Grand Prix aus der Boxengasse fuhr, wurde verbessert. Die Vertragsverlängerung des Sponsorings am selben Tag wie ein Abteilungsevent kann dank dieses Patches nicht mehr außergewöhnlich lang sein. Sagt Tschüss zu den unnötigen Strafen in Australien in Kurve 4, denn die wird es nicht mehr geben. Es gibt eine Fehlerbehebung durch den Änderungen an den Rennstil-Einstellungen und der KI-Schwierigkeit im Karrieremodus beim Spielstart zurückgesetzt werden konnten. Springen wir zum Multiplayer-Bereich. Es wurde ein Bug behoben, bei dem es nicht zum Rennstart kam, wenn der Host im Multiplayer eine Formationsrunde beobachtete. Der Fehler, bei dem der Spieler die Konkurrenzrundenzeiten in der Rennleitung nicht sehen konnte, wurde behoben. Der Bug, der bei der Zeitmessung zu falschen Sektor- und Rundenzeiten bei einer übertragenen Einführungsrunde führte, wurde gelöst. Ab in Richtung Handling. Das Automatikgetriebe berührt jetzt nicht mehr zu lange den Drehzahlbegrenzer vor dem Hochschalten. Der Grenzwert für die Aktivierung bzw. Deaktivierung des DRS unter veränderlichen Bedingungen wurde gesenkt. Die Reifentemperaturen sind jetzt korrekt, wenn man ein Rennen ohne Einführungsrunde in Offline-Modi startet. Es kommt jetzt nicht mehr zu fälschlicherweise hohen Reifentemperaturen bei einer Verstärkung des Fahrzeugabtriebs. Zum Schluss noch Grafik und Sonstiges. Es wurde ein Grafikfehler behoben, bei dem in bestimmten Einstellungen manchmal transparente Boxen im Spiel erscheinen. Der Bug mit den deaktivierten Funkbefehlen nach einer Rückblende unter bestimmten Umständen ist gelöst worden. Es gab noch allgemeine Verbesserungen an der Stabilität und Behebung von einigen kleinen Fehlern. Last but not least gibt es noch einige Aktualisierungen der Fahrerbewertungen, die ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt habe. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen Überblick habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne den Kanal supporten, ihr wisst ja wie, und dann sehen wir uns Richtung Wochenende zu einem neuen Video wieder. Macht es gut, ciao.